Assalamu alaikum, meine Lieben, hier ist wieder die Khadija. Ja, ich sitze jetzt hier zum Beobachten, ob alles okay ist. Also, die Paris hat schon getrunken. Sie läuft ein bisschen so schräg, aber ne, macht nichts. Und ich habe das, ja, Habib, ich bin wieder da. Ich habe nicht gedacht, dass da gar nichts ist, ne? Also, die macht nicht rum, nichts. Ja, und vor allem, dass die Operation hier seitlich ist. Ist das eine neue Technik? Ich kenne das nur am Bauch. Ja, trink schön, Tiki-Wiki. Na, hier ist schön warm. Hier ist nicht kalt. Na, hier sind auch die Chilis. Also hier hat es auf jeden Fall, würde ich sagen, 15 bis 18 Grad. Das kann man hier aushalten. Oder mehr, vielleicht sogar mehr. Okay? Weil die haben ja auch die Höhle da hinten. Na, hier das Kissen, ich kann das auch mal runterlegen, komm. Dann habt ihr nicht so Stress. Hier unten ist so eine schöne Kuschelhöhle. So, weil die schlafen gern hier unten, die Mäuse. Ja, leg dich hin. Das Fell kann man auch runtertun. Niemand sitzt da oben, gell? Niemand könnte hier sitzen. Hier ist auch schön. Upsala, ist ein schönes Schafsfell. Es hält warm. Ja. Kedda. Ja, die Tür. Ja, Baby. Tiki. Ja, der Tiki ist nicht schlecht. Aber sie ist ein bisschen. Aber ihr geht's auch gut, gell? Hat schon Pipi gemacht, die Mausi. Gell? Ja, gut, bei ihr war es ja auch eine schlimmere Operation, ne? Bei ihm wurde ja nur hinten rum gelötet. Gell? Ja, Paris. Ich guck nachher noch mal vorbei. Weil. Schauen uns das mal an. Na? Pss, 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 pss. Gespuckt haben sie gar nicht, muss ich echt sagen. Und die Mausi hat das ganze Haus geputzt. Super. Also das war wirklich ganz, ganz toll. Jetzt ist gerade der Lehrer gekommen, der Ostes Sayed, der Lehrer oder der Professor Sayed. Da sind sie jetzt beide. Und wenn sie fertig sind, kriegen sie erstmal den Double Cheeseburger. Und dann Happy Hippo. Und die Cookies habe ich ja noch. Okay. So. Ne? Also dann gehe ich wieder rein. Ich gucke mal gerade, ob ich noch irgendwas machen kann. Was Kuscheliges machen kann für sie. Nee, das ist nett. Guck mal, das benutzt doch auch keiner. Da geht auch keiner hin hier oben. Die sitzen immer noch hier oder auf dem Stuhl. Das kann man zum Beispiel auch hier reintun. Dann ist es schön warm. Ja, es ist die Paris und die Princess da drin mit dem Schafsfell. Das wird auch schön sein, ne? Weil ich habe gesehen, in der zweiten Ebene ist kaum jemand. Na, ihr habt ja wirklich. Und du kommst vom Badezimmer, Mr. Prince. Bambi. Prinz und Bambi haben ja super fettes Fell, ne? Ja, du willst noch ein bisschen raus. Ja, oh, der riecht es jetzt. Da muss man aufpassen. Der Doktor hat gesagt, ah, der macht nichts. Was ich halt toll finde, in Deutschland habe ich gehört, also nicht überall, aber dass die Fäden halt gezogen werden müssen nach einer Woche. Aber der hat gute Fäden genommen, was man immer kommen müssen. Oh, macht sich schon rum da. Ja, ist gut, ist gut, ist gut. Ist alles gut. Ja, ich habe mich schon geblutet, gell, als ich das rausgenommen habe, typisch. Das Gitter, ne? Ei, ei, ei. Ach nee. Ich verletze mich halt immer. Ach. So. Ach, geht's in die Höhle rein? Ist auch schön. Geschlafen, genau. Da schlafen sie nämlich auch. So eine Höhle oder hier die Höhle ist auch nicht schlecht. Gell? Okay, dann bin ich jetzt beruhigt. Geschlafen, Habibti. Ja. Hier ist noch eine Höhle. Upsala, was ist? Wird's dir schlecht da drin? Kann sein, gell? Ja, ist ein bisschen. Du hast halt noch gar nichts gegessen. Ja, ich habe Knurren im Magen. Wie soll ich denn schlafen? Stell dir vor. Ja, ich hab's vorher umgeschmissen aus Versehen. Malisch. Gehst du noch? Die Arme. Die schnuddelt jetzt erstmal. Okay, dann gehe ich wieder rein. Ist alles gut hier.
Okay, super. Alhamdulillah, es ist nur noch eine übrig für die Operation. Das ist Futter für den Hase. Nee, Paris, Prince, Princess. Schön da bleiben. Ja, jetzt machen wir hier so. Eine Technik entwickelt jetzt. So. Eng. Ja, man kann es nicht wegwehen. Und dann mit dem so. Chick. Super. Hier Hammer zu. Oh, ist alles okay. Ist gut. Die sind gut, alle gut. Ja. Peking-Ente brütet auf 3 Eiern, das wäre der Hammer, gell? Also wenn die weiter sitzen bleibt, dann haben wir ein Problem. Dann muss ich hier die Truthahn-Eier untertun. Dann kriegt die Peking-Ente Truthahn-Babys. Das wird auch lustig, gell, Jack? Kommst du mal zu mir? Na komm mal her. Hallo, Herr Bibi. Ja, ich habe gestern nicht viel Zeit gehabt, gell? Ja. Na, die Heidi hat gestern versprochen, Oksumbila Wallahi, Hader, Hader, ich bring die Heidi. Ja, Tschutschala Banana. Kann ich nie vertrauen, denne. Naja. Aber Jack geht's gut. Super. Okay, dann gehe ich jetzt mal rein. Wir sehen uns morgen, Leute. Operation erledigt, Alhamdulillah. Guckt euch die Kinder an. Der Burger. Ja, Mausi hat schön abgewaschen, den Boden gemacht, sehr schön. Also. Das ist wie frisch, gell? Das kann man in der Mikrowelle warm machen und ralas. Und danach kriegen sie Happy. Du hast schon. Mausi wartet noch, genau, und dann esst ihr ein paar Cookies. Eins, genau, jeder eins. Genau, nicht übertreiben. Hau rein, Jonas. Ham. Nein, nicht schlagen heißt es. Das heißt essen. Wen soll ich hauen? Bumm! Wisst ihr, Leute, vorhin habe ich hier abgewaschen. Aber bevor habe ich ja noch hier aufgeräumt, das Haus ein bisschen für Mama als Überraschung. Ja, und dann ist die Oma hier gewesen und ich habe immer gesagt, Oma, lass es, ich mach's, lass es, ich mach's. Und die wollte es trotzdem nicht. Und dann stand die hier so eine Stunde und hatte immer wieder geputzt, geputzt. Aber dann habe ich mir alles angeguckt und die Hälfte war halt sauber. Ich habe aber, als sie gegangen ist, wieder Ja, die Oma hat auch mit abgewaschen, aber sie hat halt nicht so gute Augen und die hat nicht so gut abgewaschen. Normalerweise wäscht auch die Nura ab, die wäscht nicht mehr ab, die Oma, die hat schlechte Augen. Die hat auch nur ein Licht angemacht zum Sparen, ne? Man muss schon beide Lichter anmachen, damit man hier was sieht. Na gut, also Leute, dann fühlt. Ja? Wo ist das? Was denn? Handy. Hier vor dir, guck mal, ich hab's gebracht. Ja, die wollen immer, wenn sie essen, was angucken. Okay, also dann sehen wir uns morgen wieder. Die Kinder sind glücklich. Die Nora hatte, habe ich auch einen Double Cheeseburger. Die war voll happy. Die Oma wollte es nicht probieren, als sie gehört hat, so was es kostet. Das kann man doch sparen, die Oma wieder. Alhamdulillah. Hast du gewusst, die Oma ist in vielen Zeitungen ihr Name wegen dem Unfall. Und mich haben sie Shukri Mahmoud Abdelalim geschrieben. Nicht Shukri, Naschet heißt du. Shukri. Shukri. Ja, also komische Namen haben sie dir gegeben. Ist ja egal. Yalla. Guten Morgen. Hey Jack, kommst du zu Mama? Ja, hallo. Ja, und du sitzt schön da auf deiner Decke. Hast du wieder Picknick gemacht? Ja. Heute Nacht waren es 2 Grad, ne? Mahmoud hat den Auftrag gegeben für die Kuh, eine Decke. Ne? Der Amu Sabri soll das kaufen beim Souk. Und ja, bis jetzt hat er es nicht gebracht. Und ich habe im Wetterbericht gesehen, am Mittwoch soll es 2 Grad haben. Alhamdulillah, Alhamdulillah, habe ich vorgestern das zugemacht alles und richtig, ne, kuschelig alles gemacht, weil, ne, bei 2 Grad ist schon nicht okay. Ein O2 sind tot. Oh nein, Leute. Ja, jetzt muss ich gucken. Moment. Ja, also eins lebt noch und das habe ich jetzt in der Hand. Die waren im Wasser. Die Mutter hat es ins Wasser, in das große Wasser. Also die Paris sieht gut aus. Na, Heidenei, ist das ein Stress. Ich gehe jetzt gleich rein mit dem Küken. Das eine, das lebt noch. Schaut, ich habe es in der Hand. Das eine ist auf dem Tisch tot, das kriegen jetzt die Katzen. Hilfe.
So, meine Lieben, ich habe es trocken geföhnt und habe es jetzt an meinem an meiner Brust, halte ich es jetzt hier so zum Wärmen. Das wird vielleicht wieder. Ja, 10 Minuten später, es ist wieder fit, gell? Mausi, das lag da wie tot, ne, neben dem Wassergefäß. Und jetzt bewegt es sich wieder. Alhamdulillah, super. So, ja, ja, ja. Guck mal. Ja, ja, ja. Danny? Ich muss ein bisschen Vogelfutter fressen, ne? Das ist Papageienaufzuchtsfutter, aber trotzdem ist nicht schlecht. Malisch, malisch, malisch. Einmal noch und dann ist okay. Ah. Halas. Also doch noch zu schwach. Ich habe jetzt denen allen nochmal extra Futter hier, hier. Und nochmal mit Bersim gemischt und angemahlen, ne? So Mehl. Ja, ich glaube, ich nehme es wieder rein. Das ist noch zu schwach. Fressen hat es gefressen, aber es kann noch nicht. Na, wenn die weggehen, dann liegt es da. Und die Mutter, die wird es nicht machen. Die kümmert sich um die und nicht um ein Schwaches. Ist leider bei den Enten so. Dann nehme ich es rein. Ah, Akku zu niedrig. Schade. Guck mal, was ist jetzt mit dir los? Einer wieder gut? Der ist wieder gut. Jetzt hockt der so da. Machen wir mal Licht an. Licht reinlassen. Leute. Also, Nummer 8 ist wieder gut. Jetzt ist Nummer 7 Schrott. Guck, das ist Nummer 8. Der geht wieder zurück. Der war tot. Der war so gut wie tot. Okay. So. Was ist jetzt? Ja, du bist nass, gell? Du willst... Heide, nein. Aber der Kälte... Diese Mutter nervt mich mit diesem Rumgeflatter. Also, nee. Und die sind auch zusammen. Ja, der springt immer rüber. Da müssen wir uns auch was ausdenken. Ja, nee, aber jetzt ist wieder gut. Alhamdulillah, seht ihr, was so ein bisschen Wärme ausmacht? Das lag tot da. Also, ne? Ich dachte jetzt, ne? Als ich es ein bisschen bewegt in der Hand, habe ich sofort angefangen zu pusten. Geföhnt. Und dann hier an der Brust getragen. Ja, und zack. Mausi hat es auch noch mal eine halbe Stunde an der Brust getragen, dass ich meine Arbeit machen kann. Und fertig. Jetzt sind es wieder gut. Ich habe schon gedacht, ich muss es im Haus behalten. Truthahn hat ein Nummer 10 gelegt. Die Enten haben hier noch 2 Eier dazugelegt. Keine Ahnung, was das ist. Den Tauben geht's gut. Heute Nacht 2 Grad. Ja. Ne? Mahmoud sagt, komm, Scheiß. Entschuldigung. Schrott drauf. Wir verkaufen jetzt die Tauben alle. Aber die Toffee will ich nicht verkaufen. Und die hier, Snow White auch nicht. Oder? Nee, Toffee. Und Fee, so hieß es. Genau, ach, hör mal auf. Ich kann mich da nicht trennen von den Zweien. Was heißt nur vom Toffi eigentlich nicht, aber der Toffi braucht ja auch eine Frau. So, dann gehe ich jetzt kochen. Heute gibt's Rindfleisch, Maschi. Das Gute ist, ich habe fertige Maschi bekommen von der Schwägerin, von der anderen Schwägerin. Und, komm mal her, die werde ich einfach kochen. Guck mal, ist alles gut. Alles super am Heilen. Ach, guck. Genau, da, der Jonas. Ich werde sowas bauen, so eins. Und guck, ich habe schon die Stücke für das. Sehr gut, der Jonas will einen Spielplatz bauen. Ich werde noch ein dickes Ding holen. Und danach hier so Löcher bohren. Oha. Dann machen wir mit deinen Kumpels. Der baut was für die Wellensittiche. Ne, einen Spielplatz. Soll er machen. Heimwerken, Fach. Ne? Das sind immer so Fächer, die Kinder sich selber aussuchen, den ganzen Tag. Jeder sucht sich eine Beschäftigung bei uns aus. Gucken wir mal. Die haben schon gefuttert. Gucken wir mal hier. Stressen die Schildis oder noch nicht? Na, die müssen erst noch Sonne tanken. Na gut. Wäsche ist in der Waschmaschine. Ja, dann geht's jetzt rein. So, meine Lieben. Sorry, der Herd sieht aus. Aber das ist hier erstmal die Rindfleischsuppe. Hier kochen die Maschi, die Brühe von der Rindfleischsuppe hier rein. Eine Maschi, das sind, ja, das ist noch Kraut drüber. Das sind wie sagt man, Krautwickel mit Reis und Gewürzen drinne, ne, und Kräutern. Und hier ist die eingefrorene, das Buttergemüse, das koche ich erstmal auf und dann wird es weitergemacht, ne. Also das ist unser Mittagessen heute. Ich muss noch viel, es dauert noch bestimmt 2 Stunden, bis alles fertig wird. Ganz toll, jetzt komme ich wieder. Wieder eins tot. Na gut, es liegt aber nicht an der
an der Kälte oder so. Ne? Ja. Keine Ahnung, was ich sagen soll. Manchmal ist es halt so. Nicht alle Küken kommen durch. Ja. Hat wenigstens Bambi wieder was, gell? Bambi hat das Küken. Ja, was willst du machen? Da oben rennt er, der Kerle. Freut sich des Lebens. Gell? Malisch. Oh. Ich habe mit meinem Mann jetzt schon gesprochen. Das kann ja nicht wahr sein, dass der Typ, der will unseren Esel nicht hergeben. Der findet die Heidi so toll, dass er, ja, ich bring's morgen. Und der arbeitet die ganze Zeit. Die Leute sehen ihn mit unserem Esel rumarbeiten. Stellt euch das Ding vor. Krass. Ich habe jetzt gesagt, der soll jetzt mal Druck machen. Also jetzt reicht's mir. Ich finde das nicht in Ordnung. Ne? Oh, wieso ist denn das? Guck mal, das ist runtergefallen von meinem Kopftuch. Ja, die Schwägerin hat Schuppen. Wie sie die Schuppen wegkriegt, sage ich, gibt nur ein Mittel. Alles andere, sie will zum Arzt gehen, sage ich, der Arzt, was gibt der dir, ein Schrott? Ja, wenn die mit Seife die Haare wäscht, dann braucht sie sich nicht wundern. Dann soll sie Aspirin zerdrücken ins Shampoo. Jetzt ruft er ihn gerade an und sagt, wo ist der Hase, sage ich schon, wo ist der Esel? Der ist gerade auf dem Weg hierher. Sure. Sure. He said he will go home now. He come from the field and he will bring and he come. Okay. Bring the money outside and give it in his hand. And don't anything. Nein. Guck, Kinder sind nicht da. Mein Mann relaxt mit seinen Klamotten. Und die Kleine. Light. Zaza sitzt da oben. Die kommt immer raus aus dem Käfig. Die will bei uns sein. Und lassen wir sie bei uns, ne? Draußen hat es nur 17 Grad, Leute. Die Sonne scheint, aber es ist nur warm in der Sonne. Das ist richtig kalt heute. Na, ihr Mäuse? Miau. Alles gut hier. Ja, ich habe immer noch Sommersachen, aber drunter Leggings. Aber trotzdem ist es kalt, gell? Merk schon ein bisschen. Aber ich habe eine Strickjacke von der Mama. So, mein Birelli ist auch wieder am Start. Ja, und das ist Hühnerfutter. Jetzt gleich, ich habe schon Angst. Was ist das jetzt? Ein Teebeutel, der war doch für die Hühner. Habt ihr den raus? Na gut. Also, ich habe hier Hausaufgaben machen müssen von einer von einer Nachbarin. Die kennen gar kein Englisch, aber müssen da voll die Sport-Englisch-Sachen machen. Ja, kommt, jo, komm, Tiki Wiki. Kastrieren, komm. Und bleibst halt draußen. Hab keine Zeit. Wollt ihr das essen? Kommt. Oh, ist das kalt. Leave me alone. Hier, Nudeln. Nudeln. Aiwa. Die Penny. Siehst du? Die gibt's ihren Kindern. Das Beste vom Besten. Oh. Das zieht ganz schön nahe in die Knochen. Oh, ist das ein schönes Bild, Leute. Also die Qualität ist schon gut, gell, von dem Telefon. Muss man sagen. Gell, Bambi? Ja. Ja. Jetzt gehen wir nochmal gucken. Ich habe schon Angst. Was hast du da? Ja, Paris ist super. Also, was sind wie die Ägypter kastrieren? Da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ne? Ich habe jetzt noch gar nicht geguckt. Mausi muss noch die Toiletten machen. Jetzt muss ich hier reingucken, was hier los ist. Ja, du Mutter, weißt, wenn ich jetzt noch mal was sehe, dann nehme ich dir die Küken weg. Dann tue ich die aufziehen. Weil das geht nicht. Schon wieder alles Wasser weg. Ja, ich gebe ihr auch kein frisches Hummer. 2, 4, 6, 8. Ja, eins heute Morgen gestorben und dann eins am Nachmittag. Und das, was ich gehabt habe, das war ja gut, das war nicht das. Ja, die muss ich besser kümmern. Und ihr beiden, ihr tut euch auch hier schön. Na, frisches Heu habt ihr, Dings habt ihr. Hier habe ich gelassen, vielleicht geht sie ja da unten rein mit den Küken. Na, das tue ich jetzt zur Ecke rein. Du brauchst hier nicht herkommen. Ja, die Mutter muss sie wärmen. Hä, wo bin ich? Hier, mein Birell. Kann ich nichts machen. Komm. Nein, du darfst hier nicht rein. Das sind Küken. Der, komm. Platz machen.
Küken darf man nicht fressen. So, dann gucken wir mal hier rein. Teddy Cornwolf am Start. Ah, stimmt. Die Absala. Die Sahara ist wieder abgehauen. Hallöchen. Ach, bei euch ist nicht so kalt. Sehr gut. Geht doch zu. Ja. Hallöchen. Popöchen. Hallo, ihr Mäuse. Ja, fein. Nein, ich bring euch nichts. Ich bring euch nichts. Ihr habt doch alles, was ihr braucht. Hier, dieses Schrottmauseloch ist wieder offen. Guck, die tun immer das Kotten raus. Stimmt, mein Mann sitzt da rum. Der soll kommen und hier das Beton machen. Genau, ich rufe den gleich mal durch. Warte mal, sehen wir hier was? Hier sind die Mäuse alle. Hallo. Mal kurz alle durchgucken, ob alles gut ist. Haben wir hier was drin? Guck mal, alles rausgeholt. Ups. Hä? Das war doch alles drin. Wer holt denn das raus? Macht hier, wollt ihr hier neu bauen? Das ist auch weg. Was ist da los? Die tun hier selber rumbauen, was sie wollen. Na dann. Na dann. Und was ist hier unten? Upsala. Auch niemand. Guck mal, alles graben rum. Krass, sind das die Ratten oder seid ihr das? Guck mal, alles raus. Ups, da ist ja eine gefangen da in dem Ding drin. Kommt die nicht mehr raus. Was haben wir hier? Hallo, versteckst du dich vor den Mädels? Ja, zeig mal, Mäuse, zeig mal. Was ist da los? Bist du gebissen? Ah ja, die ist wieder angebissen. Hier, das sind alte Mausi. Hast du noch Milch? Ah ja, du hast auch noch Milch. Na gut. So, so. Und was ist mit dir? Kommst du da nicht raus? Ist da kein... Komm raus, komm. Schnell. Komm. Komm raus. Also, wir müssen das so machen. Das geht ja nicht nachher. Ist gefährlich. Bleibt ihr die ganze Nacht da drin? Gell? Also, jetzt sind die über den Berg. Na, die sind jetzt über 4 Wochen... Nicht mein Brill trinken. Über 4 Wochen alt. Alles gut. Okay, selbst wenn jetzt keine Milch mehr da wäre, können die überleben. Weil ab 4 Wochen tun die Ägypter die Hasen eh trennen. Und ich habe ja meine damals auch mit 4 Wochen gekriegt. 4,5 Wochen so. Ja. Hallo, ihr Süßen. Ja, ich gehe wieder raus. Ich habe jetzt noch viel zu tun. Muss mein Mann sagen, er soll kommen mit, guck mal, Hexi. Guck mal, die warten hier. Nein, nein. Wo ist die Paris? Paris, Parisi. Ajo, huch, ist da jemand drin? Wer jault da rum? Will schreien. Ja, heute haben wir hier noch nicht ausgekehrt. Aber ich lasse die Tür zu, damit es warm... Ach, will er seine Tomaten nicht essen? Der hat sich wieder rumgedreht. Na gut. Okay, ich mache die Tür zu, Kinder, weil es ist kalt. Dann bleibt es nämlich hier schön warm, wenn man das zulässt. Und ihr könnt hier rein, raus. Geh rein. Hopp, husch. Ajua, guck mal, die Operierte. Super. Ja, wenn sie raus wollen, können sie raus. Teddy Cornwolf, du kannst auch reingehen. Komm, komm, Habibi. Geh ich auch mal da durch, komm. Durch die Katzenklappe. Super, alle drin. Ja. Jetzt hole ich meinen Mann. Aha, ich höre schon. Der Traktor, den hat der Junge ausgeliehen und nimmer gebracht. Was ist da los? Toffee. Komm, wir machen zu, das ist windig bei dem Wetter. Zumachen, ja. Besser ist es. Es zieht doch. Gut. Ach, da bist du, genau, dich suche ich. Guck mal. Und die trage ich nachher rein, ich trinke jetzt erstmal. Jack, heute kommt die Heidi. Da ist der Jack. Die Heidi, my love. Ach, gucken wir mal, was die Kinder spielen. Die Cola-Dose hebe ich nicht auf, den Dreck auch nicht. Heißt wieder die Faule am Nil. Aiwa.
Habib, die Enti Asel. Mich heiße die Henna. Halli eine dicke Henna. Merci. Guck mal. Muss ich kurz überlegen. Das ist von der Maren. Hier. Das haben abgekauft, der Maren, die Dinger. Ne? Der Deine, der Letlei, wo ich den Leab, die Dinger für Bett haben. Leab, eher? Leab, El Ajali? Hey, Eise Agali. What? El Ajali. واخدين العجلي المرجحين كله في البيت ها ايوه رودين قالت ما فكرش كان واخدين ايه ثاني مش دي احمر ايوه لا دي شاوكل فيلت او noch diese Wippe كله في البيت عبد الله. Die Kinder, Abdallah-Kinder haben alle unsere Spielsachen geholt und spielen da drin. Ah ja, die holt jetzt alles zurück. Khalas. Bat heya delwati fil Koran, baden gaya rohum. Wenn die Musik... Achso, dein Mann, ich vergesse alles. Yalla, wir haben die Ratten hierher. Ja, Mahmoud! Und wieder Mahmoud-Schrei. Der Brunftschrei. Die Alte braucht wieder was. I need something. Your Fadi? Hast du Zeit? Hast du gut Zeit? Habibi, just get a cement. The far. Malish. I will make it. You just... I cannot touch anything for you. I will touch. You just bring it. I will make it with my hands. Pass. Khalas, okay. Akich, feel a little bit all the time. Look how fast he is. Das ist ganz schnell. Für eher, für Haga? Khalas. You call Amu Sabri for the batanea for the cow? I sent Nafisi to ask. Dieser Mann. Jalla, dann warte mal geschwind. Ja, weil der Amu Sabri soll doch die Decke für die Kuh gekauft haben. Ich habe gesagt, ja, schon angerufen, Hanoi. Ich kann ja sie zum Amu Sabri schicken, der da hinten wohnt, und fragen, ob er sie gekauft hat. Dann hat er gesagt, lass mich. Ja, wir müssen halt immer wieder gucken. Die frieren halt, weißt du, die Kuh friert. Oh, jetzt holt er Zement von da oben. Dann machen wir... Gib Zement mit Fork, es ist wie Bura, viel oder Aranib, bei Far. Einer Schuf Wahrheit. Also Zement einer mit Fork? Ah. Mich Enti, Mahmoud, gib. Ogodi, Habibti, Ogodi, Ogodi. Ja. Ja, ich habe jetzt noch eine Pferdedecke gefunden. Ganz vergessen von der lieben Nicole. Ja, fein. Gushi. Aywa. Kois, super. Super. Oh, she broke it here already. Look, it was not like this broken. This was the Gamusa wearing, you remember? Das Wasserbüffel hat es getragen. But it's broken here in the front. It's ugly. But we fix it in one second. Mahmoud, here in the side, she is fully naked. Here. La. Here is... Just to put it now and... We bring something else. It's not working. But we can organize it better. And she make caca on it, then I will try better. Mal. Jetzt aber. Haya. Guck mal. Ja, Entschuldigung, das ist eine warme Decke hier. Forschung für Pferdegesundheit Böhringer Ingelheim Vetmedica GmbH. Hast verstanden? Wir haben sie vorher falsch rum angebunden. Du musst Danke sagen. Weißt du, das ist eine Pferdedecke. Ganz Ägypten hat sowas nicht für ihre Kuh. Ist verrückt. Ja gut, vielleicht Ägypten schon, aber unser Dorf. Aua, Buddy. Equipment.
Ah ja. Na Mausi, komm. Geh mal ein bisschen hoch. Guck mal. Ja, fein. Marschi. Jella Bina Paris, komm. Senanak, Wagatani, Warin. Die zweiten haben wir Mabruk. Um Jun, ob Abu Yunus er? Lass uns, ob ich jetzt das selber teilen muss, als ich nicht bei der Schinke Saran Ali. Einer Salen? Saran Ali, als ich am Baba das selber teilen muss, ich nicht bei der. Mich fahren, habe ich die. Er Tani, Braha. Einer Salen ala Baba? لا الدحشة هاي دي الطبيعة. آه أيوة صح. هو جيب النهاردة صح. هو غنى له عليك. أيوة هالجبالك. صح. سيشت أحمد hat angerufen. يا yeah. Er hat aber eh sowieso mein Mann angerufen. Ayo, هو جاي في طريق دلوقتي. Der bringt sie jetzt die Heidi. Sich sogar der Ding ruft an. Der Schwager und sagt, dass ich sauer bin. Der soll den Esel bringen. Das gibt's ja nicht. So, ich gehe jetzt in den Stall. Ali. Mahmoud Amel. Zementfil oder Aranib. Mahmoud macht jetzt das Loch zu für den Ratten. Khalas, boy, Habibi. Rohe heißt, ich gehe wieder. Dann geh dann. Ciao. Ach ja, ach ja, ach ja. Fenak. Das Voice. Fenak heißt, wo bist? Wo bist denn? Ich komm, Kerle. Ah, hier bist. Aywa. It's much, Mahmoud. You must not make so much. It's a little bit, but better. You make gips? I'm holding fast. Ah, drying fast. Okay, das ist schnell trocknet mit Gips. Gut, put kulu khalas. Ja, Labina. Machen wir mal Licht lernen, but take care of the cats. La 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 la. Husch and the owl. In the back left. La, ihr bleibt da, ihr bleibt da. Ja. In the back left. La. Princess. So. Behind this Khashab. Hinter den, and take care bitte. For my Iowa. You see the Bura? No. Ah, this, Aywa, from there they are coming. And they put the cotton outside, alle Fikra. You see? You can also take the cotton and make it marabat and put it inside. I will come from the other side. Take care where you put your legs. Sweetie legs. Ah. Machen wir den Ratte der gar aus hier. You want a salad? We put on it. Okay. Ah ja, Salat, ah. Abiat. Small one. Ah, this one. So, machen wir es wieder so. Tschick. Tschick, tschick, big. Bin mal gespannt, what they do then, these rats. Wir können uns das nämlich nicht leisten. Hier Babys machen, dann kommen die Ratten und fressen sie weg. Und bringen uns noch die Krankheiten, wisst ihr? Ja. Shukran, Habibi. Now it's good. Just I need to cover this now that Arnab don't go there and eat it or something with their legs. They're also so curious and want to know anything. Die wollen, die sind auch so... Die Hasen sind nämlich auch sehr neugierig. Die gehen sofort hin und gucken, was da los ist. Was macht der? Guck, da kommt da schon der Kerle. Schokotello, der Handwerker. Nein. Nicht? Verlass.
Alles, we will see. Naja. And put also something else there. This cartonat maybe. Or the plastic. It's enough. Ah, yeah, when they go in the back. Yeah. I don't know. Coffee süß. Na, ihr Mäuse. Also, der ist nicht kalt. Guck, hier ist schön warm. Mal kurz Ohrencheck. Nö, nö. Alles gut. Guck mal, was ist denn das für eine Wurzel hier? Ach, Persim, seht ihr? Persim-Wurzel. Ja. Ah, let me come outside. Mal sehen, ob das die Ratten nochmal kommen. Wahrscheinlich von einer anderen Ecke. Aber ich bin immer dabei und guck, wo sind Löcher, gell? Weil ich habe ja eine Ratte gesehen. Na, da ist nichts mehr. Nee, alles gut. Wo es macht, ihr versteckt ihr euch von den Mädchen, von den Kindern. Ja. Wir müssen auch mal nicht immer saugen, gell? Gut, meine Lieben, das war's im Video. Es wird schon wieder überlang, glaube ich, immer so viel. Na, ich wollte mal zeigen, wir machen auch mal sowas hier. Das Mittagessen zeige ich euch morgen. Haben wir heute vergessen zu zeigen. Oh. Also, das war's im Video. Bis die Tage. Masselemo. Boi, boi.